Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen allen ganz herzlich die Grüße von unserem Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel überbringen und Ihnen von seiner Seite aus einen wunderschönen Abend wünschen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Herrn Trausch, den ersten Vorstand, Herrn Ruff, der das alles hier zu verantworten hat, diesen wunderbaren Abend, alle, die sich beim Medienforum engagieren, alle Vertreter der Presse, der Medien, der Kreativen. Ich begrüße ganz herzlich auch die Sponsoren und ich möchte auch ganz herzlich Markus Ferber aus dem Europäischen Parlament und Herrn Eduard Auswald, den Bundestagsvizepräsidenten AD, begrüßen. Augsburg ist eine kreative Stadt. Das wissen Sie alle hier im Raum schon seit vielen, vielen Jahren. Und die Bundesregierung hat dieses Thema Kultur- und Kreativwirtschaft für ein paar Jahre für sich entdeckt. Das, was sich ein bisschen sperrig anhört und sich aus sogenannten 11 Teilbranchen zusammensetzt, ist auch etwas, was in Augsburg ganz, ganz spürbar ist. Rund 10% der Wirtschaftskraft hier in unserer wunderbaren Stadt kommt von Unternehmen, die im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft unterwegs sind. Das sind Designbüros, das sind Verlage, das sind Architekturbüros und viele, viele mehr. Augsburg wird gerne als Produktionsstandort wahrgenommen, weil MAN Diesel und Turbo oder KUKA oder Premium Aerotech so unglaublich viele Mitarbeiter hat. Aber das, was die vielen kleinen kreativen Unternehmen hier in Augsburg zu Wege bringen, das sieht man oft deswegen nicht, weil es kleinteilig ist. Und dennoch sind wir in Augsburg hier ein Hotspot in Deutschland und, glaube ich, da können wir sehr, sehr stolz drauf sein. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass das Medienforum den Medienpreis ins Leben gerufen hat, der dieses Jahr zum 4. Mal stattfindet. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Medienpreis erwachsen geworden ist. War es früher, bring Augsburg in die Welt und die Welt nach Augsburg, lassen wir uns heute hier von dem neuen Motto informiert, inspiriert und amüsiert den Abend verschönern. Ziel und Absicht der Änderung war es, die Art der Einreichungen zu erleichtern und eine andere, qualitativ höherwertige Vielfalt zu erhalten. Und der Fokus des Medienpreises liegt nun auf den Medienschaffenden und den Medienmachern. Es werden Medienschaffende prämiert, die in der Region Augsburg mit ihren medialen Leistungen etwas Außerordentliches bewegt haben. Und ich glaube, dass unser erster Preisträger, den wir gerade schon erleben durften, ein allerbestes Beispiel dafür ist, welche Kreativität und tollen Ideen hier in Augsburg und der Region zu Hause sind. Die Preisträger können Medienmacher sein, wie zum Beispiel Journalisten, Autoren, kreative Filmemacher, die durch ihre mediale Werke oder Leistungen die Öffentlichkeit in einer der drei Kategorien überzeugt haben. Und die Auszeichnungen, die heute Abend verliehen werden, sind ja auch ein Zeichen von Qualität. Medien bzw. auch Massenmedien sind heute ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Medien auch so ein bisschen Macht über unseren Alltag gewonnen haben. Wir sind immer und an jedem denkbaren Ort auf Empfang. Medien werden quer durch alle Altersklassen, Bildungsschichten und soziale Milieus genutzt, wenngleich es Unterschiede insbesondere bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung gibt. Der Umgang mit Medien ist für uns alle so alltäglich und selbstverständlich geworden, dass sich unweigerlich die Frage stellt, weswegen man denn da eigentlich überhaupt noch ein Wort drüber verlieren sollte. Aus meiner Sicht sollte man deswegen ein Wort darüber verlieren, weil man auch von einer Medienüberflutung sprechen muss, bei der die Qualität und der Wahrheitsgehalt verschiedenster Meldungen teilweise nicht mehr den Realitäten entsprechen. Und der Medienpreis gibt hier sicher auch eine Orientierungshilfe, da Beiträge heute ausgezeichnet werden, die eben als qualitativ hochwertig und in den drei Kategorien durchaus auch zum Schmunzeln verleiten werden. Dem Publikum Sachverhalte und Ereignisse so exakt und so verständlich wie möglich zu zeigen, das wird in der Kategorie informiert abgebildet. Mediale Leistungen und Werke aus dem Bereich Kunst und Kultur finden sich in der Kategorie inspiriert. Und die dritte Kategorie, amüsiert, zeigt Medienleistungen, die uns zum Lachen oder zum Schmunzeln gebracht haben. Die Qualität der Augsburger Medienlandschaft wird heute ausgezeichnet und gefeiert und Sie dürfen sich alle selber feiern. Und bevor ich nun weitergebe in die nächsten Preisträger, möchte ich mich bei allen, die diesen Abend
ehrenamtlich gestalten. Und es ist ja nicht nur der Abend, den wir heute hier gestalten. Ich weiß, wie viel Arbeit hinter solchen Veranstaltungen steckt. Möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr, sehr herzlich bedanken. Es ist ein toller Einsatz für Augsburg und die Region. Und es geht halt doch darum, bring Augsburg in die Welt. Herzlichen Dank dafür.